Ja, moin moin und willkommen wieder zurück zu Let's Play Zirkus Tycoon. Ja, jetzt erstmal 15 Minuten. Ich will ja mal gucken, ob das dann klappt bei den Parts, die ich jetzt hier vorher gemacht habe. Wenn nicht, ist er hier vorher noch reingeschnitten. Na, also nicht wundern. So, ja, der erste Auftritt ging mal wieder flottig ab. Das hat schon mal was gebracht und das Haus ist voll. Bis zum Umfallen. Also die Manege ist. Jetzt ist Barry krank geworden. Das gibt's doch einfach nicht. Ah, das ist doch geil. Was ist das für ein Spiel, ey? Ist ja krank. Jetzt ist also die letzte Manege-Vorstellung da krank geworden. Weiß ich nicht, muss ich den jetzt rausnehmen oder was? Wenn der krank geworden ist, kann der ja nicht auftreten, oder nicht? Ja, ansonsten wären sie hier. Was ist denn das hier? Barry ist auch wieder einer von den Clowns. Oder nicht? Nee, da sind sie ja. Gut. Oder war Barry nicht der Affe? Ich weiß es nicht. Mal gucken, wenn der kommt, der Affe gleich sowieso angerannt. Ja, ich glaube, der Affe fehlt. Noch sehe ich keinen Affen. Ich warte mal ab. Ich glaube, der Affe ist krank. Aber die Clowns gewinnen auch, denke ich mal, an Berühmtheit. Sind auch, denke ich mal, diesmal ein bisschen zufriedener. So, das war auch schon die nächste Vorstellung, beginnt in 3 Minuten. Also das ist mir doch ein bisschen zu viel immer. Da werde ich mal ein bisschen oft mal reinmachen. Nicht mehr so häufig. Ich will ja mal gucken, dass ich hier ein bisschen mehr Geld durch die ganze. Jetzt nicht runterscrollen. Was ist das für Dinger hier? So hier von. Ja, diesen Sachen hier halt bekomme. Und die Leute hier ein bisschen reingelockt werden. Okay. Weil ansonsten kostet mich das ja auch mal ein bisschen viel Geld, wenn die auftreten. Auch irgendwie lustig, ne? Kostet Schweinegeld. Also so lange ein Zirkus hier mal sein, ist auch schon nicht gerade schlecht. Ist ja gerade erst die zweite Woche und oh man, da hauen aber viele Leute auf einmal ab. Hat schon gelohnt, aber die Leute rennen dann gleich alle raus und dann war's das. Also man sollte sie am besten probieren, erstmal alle reinzulocken. Sie dann in die Vorstellung reinzukriegen. Dass sie erstmal schon Geld ausgeben und dann in die Vorstellung reingehen. Kostet da überhaupt das Geld? Das wird bestimmt nicht angezeigt. Das ist bestimmt das, was sie hier vorne bezahlen. Statistiken, genau. Okay. Zirkusprofit. War nicht gerade so prickelnd. Marketing. Vielleicht investiere ich mal ein bisschen Marketing. Freikarten 25, damit noch ein paar Leute reinkommen. Damit sich das Ganze hier ein bisschen rumspricht. Muss ja auch mal sein, muss ja auch mal ein bisschen Geld investieren. Obwohl Marketing. Ist das gut, 200 im Marketing reinzuhauen? Ich weiß nicht. Freikarten gibt's nicht, ich hab nichts zu verschenken. So, Künstler und Assisten 9 Stück. Zirkusnummern 4, da brauche ich ja mehr von. Da brauche ich eine Zirkusnummer noch mehr. Dann hätte ich das eigentlich schon geschafft, aber ich will ja ein bisschen Geld sammeln. Hab ich dafür nicht sogar nur 2 Wochen Zeit. Warten wir's ab. Mal gucken. So was brauche ich als nächstes. Ich brauche wieder irgendwas, um die Leute hier ein bisschen zu locken. Spiele am besten. Spiele sind immer gut. Das regt die Leute an, doch hier drin zu bleiben. Aber dann mache ich ein bisschen teuer, wa? Autoscooter wäre nicht schlecht, aber ich glaube, auf 500 komme ich nicht mehr. Howdy, Lukas. Darf ja eigentlich zu keiner Vorstellung mal fehlen. Muss ja eigentlich zirkusmäßig immer irgendwo drinne sein, so ein Howdy Lukas. Ich bestimmt mal wieder nur Kleingeld, was der kriegt, aber immerhin gibt's was. Vielleicht gefällt's den Leuten ja auch. So, 307, ja, okay. Er kommt durch. Also es läuft doch schon, jetzt wieder 140, okay. Aber mit Minus wohl gestartet, wie es aussieht. 111, jo, dick fett mit Minus gestartet. Aber das dauert nicht lange, da habe ich hier gleich wieder Plus drauf. Leute essen und trinken ja hier mehr als genug. Ja, also ich bin noch nicht ganz mit der Materie vertraut, Zirkus-Tycoon, aber ich werde mich auf alle Fälle nochmal in die Materie hier richtig reinfuchsen. Und ja, ich weiß auch schon wie. Sind die Clowns wieder dran nochmal? Vielleicht diesmal wieder den Affen. Wer weiß, abwarten, Tee trinken. Auf alle Fälle drehen die Clowns da gerade mal wieder ihre Runde. Vielleicht ist der Affe ja auch tot. Wer weiß.
Sowas sieht gut aus, das auch. Die Souvenirbude, die macht sich überhaupt nicht. Genau wie dieser dämliche kleine Hotdog-Stand. Der macht nur Minus, deswegen verkaufe ich den auch wieder. Ich werde mir bei genauerer Überlegung mal was anderes holen. Meine Burgerbude, vielleicht macht sich die besser als dieser kleine Scheiß. Gucken wir doch mal nach, wie sich eine Burgerbude hier macht. Vielleicht macht sich die eindeutig irgendwie besser. So, wir lassen erstmal die Burgerbude so auf 2,50 laufen. Ja, ich sag ja, vielleicht macht sich einfach die Burgerbude besser. Auf alle Fälle, es läuft schon mal ganz gut an, also das Geld kommt auch langsam an Land. Und man will ja mal probieren, immer die Leute hier noch schön im Zirkus hier, ja, im Zirkus noch drin zu behalten. Und ja, die Hüftburg, die scheint wohl der optimalste, ja, Ersatz dafür gerade zu sein. Gut, die macht auch einen Profit, so soll das sein. Boah, die macht richtig Profit hier. Kann man das Spiel eigentlich auch spielen? Das kann man nicht spielen. Wurfbude kann man leider nicht spielen. Das hier könnte ich spielen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich sag ja, im Moment halte ich mich noch kurz an die 15 Minuten, weil ich dann gucken will, ob das passt. Das passt aber alles noch. Komm, spielen wir doch mal eine Runde hier. Hau den Ding was auf den Kopf. Ja, fertig, los. Sollen wir mal gucken. Zack. Wo, Alter? Ey. Zack. Zack. Ach so, immer nur die Dinger aus dem Kopf hauen, die nicht. So. Zack. Zack. Noch einer. Komm, du auch. Du auch. Gott, ich liebe diese Spiele. Nein, da darf ich nicht drauf hauen. Hier, den Frieden wollte ich weghauen. Schön, das hat wieder Zusatzzeit wieder gebracht. Hau ich auch noch eins drauf. Egal, was ich rausgucke, krieg was drauf. So, das habe ich daneben gehauen. Kind auch noch mal einen auf dem Kopf. Mensch, da habe ich auch schon getroffen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, die werden ja irgendwann schneller. So. Mann, und ich treffe genau auf den mit dem Helm. Aber egal. War einfach nur mal zum Präsentieren da. So, das ist mein Dings ist da gewesen. 24 habe ich geschafft. Sehr schön. Und oh, Geld hat sich mal angesammelt bei mir wieder. Das ist gut, wenn sich Geld ansammelt. Dann kann ich Geld wieder ausgeben. Geld sammelt sich an, damit ich es wieder ausgeben darf. Sehr schön, das ist gute Leistung, das ist eine gute Sache, da brauche ich auch. Wie läuft denn eigentlich jetzt die Burgerbude? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Oh, die macht Profit. Die macht zwar wenig Profit, aber sie macht Profit. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Also die Burgerbude, sowas funktioniert besser als diese Kacke hier. Zuckerwatte, die macht auch keinen Komm. Die brauche ich dann nicht mehr. So eine Getränkebude, die macht auch ordentlich Profit. Dann könnte ich ja hier nochmal gucken, dass ich hier vielleicht nochmal irgendwas reinkriege. Das ist eine Burgerbude, Getränke, Limobude, ein Restaurant, Souvenirstand, Souvenirbude, die passt bestimmt besser. Die kommt bestimmt wieder besser an, das sage ich jetzt schon. Nehmen wir mal so eine Souvenirbude. Oh, die ist groß. Ich hätte nicht gedacht, dass die so groß ist. Oder wollen wir dem mal Spaßiges gönnen? Weil wenn ich jetzt nur alles im Buden wieder zuhaue, dann bringt das auch nichts. Was nehmen wir denn mal? Einen Regenbogen könnte ich nehmen. Könnte ich doch mal sowas Schönes hier hinsetzen, damit die Leute auch mal sehen, dass ich meinen Zirkus hier auch ein bisschen was bieten kann. Oder besser sogar was biete. Wenn die Leute hier reinkommen. So, könnte ich doch einfach mal hier so hinbauen. Dann drehe ich die Karte. Und ja. So, das war jetzt hier, ne? Wagen, Logistik, nee. War das jetzt nochmal? Jetzt müssen wir wieder ganz kurz wieder gucken. Da ist das hier und dann setze ich das so. So, und setze das einfach so ran und mache das am besten zwei Wege breit. So, dann können die Leute hier auch wieder rumlaufen besser. Dann mache ich nochmal hier auch nochmal Weg. Mache ich mal so zwei Wege breit, damit das hier auch ein bisschen breiter wird. So, sehr schön. Die nächste Vorstellung fängt also auch schon an, aber das Ding wird ordentlich schocken, denke ich mal. Aber vier, ich gehe sogar auf $5 rauf. Hans kommt zu spät wieder mal zu seinem Auftritt, ey. Hans, Mann, was ist los mit dir da? Hast du keinen Bock wieder oder was, hä? Ja. Und ich mache eine kurze Pause und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Zirkus Tycoon. Also bis denn.